Jetzt freue ich mich, ich habe heute Morgen, ich bin schon länger hier wie ihr, und ich habe schon eine richtig gute Predigt gehört, von der ich sage, die solltet ihr unbedingt auch hören, okay? Und es ist der Mur, der sie bringt. Mur, herzlich willkommen. Super. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, mit euch hier zu sein. Ich freue mich über euch, über die lieben, wertschätzenden Worte. Und ich freue mich, dass wir miteinander Gemeinde sein dürfen und Gemeinde auch erleben dürfen. Ich habe in dieser Woche etwas für mich ganz Neues erlebt auch. Das war das erste Mal. Ich war bei einem Festakt zugegen und da bin ich in den Genuss gekommen, ein sogenanntes Stadtorchester zu erleben. Und das war wirklich ein Erlebnis, weil das ist sonst nicht so mein Musikgenre, so mal ganz höflich gesagt. So. Was mich total abgeholt hat, war aber, dass es waren 38 Musiker, die verschiedensten Instrumente und das klang miteinander so gewaltig. Das war episch. Ich habe gedacht, ich bin in Hollywood bei einer Filmaufnahme. Es war so dramatisch, so dass es mich emotional so gepackt hat. Ich konnte gar nicht anders. Es hat mich richtig hingezogen und ich wollte, dass sie gar nicht mehr aufhören. Und es waren 400 Leute bei diesem Festakt zugegen, von denen ich glaube, dass es ihnen genauso ging. Da waren Posaunen, da waren Trompeten, da waren andere Instrumente, die ich nicht kenne. Da waren aber auch, Oboe, Saxophon, Querflöte, Schlagzeug war sogar da, eine Triangel. Die könnte ich auch spielen, habe ich gedacht. Und alles miteinander klang so wundervoll, so stimmig, so eine Symphonie des Herzens. Ich war total drinne. Ich konnte gar nicht anders und das war für mich großartig. Und was mich total begeistert hat oder auch Sachen, die mir aufgefallen sind, dass ich dachte, ja, da sind ganz, ganz verschiedene Leute, die miteinander musizieren. Und das hat sich so eingeprägt bei mir. Ich habe gesehen, nicht nur, dass man unterschiedliche Instrumente harmonisch zusammenbringen kann, sondern was mich total angesprochen hat, war, das waren verschiedene Generationen, die miteinander musiziert haben. Das fand ich toll. Verschiedene Generationen, die miteinander Musik gemacht haben. Und es hörte sich gut an. Und es war etwas Attraktives. Es hat mich angezogen, es hat mich hingezogen. Und natürlich habe ich gesehen, da gab es auch ein Schlagzeug. Wer spielt natürlich das Schlagzeug? Der Jüngste wieder im Raum, ist klar, die müssen immer Krach machen, die jungen Leute, gell? Die sind am lautesten, die müssen halt ihren Rhythmus noch finden, ja? So, deswegen sind sie da unterwegs. Aber dann so ganz melodische, edle Instrumente wie die Oboe, die wird natürlich von einem reiferen Menschen gespielt auch. Aber miteinander klang das so toll, dass ich gesagt habe, ja, jeder steht so in seiner Lebenssituation. Jeder gibt so seinem Lebensgefühl auch Ausdruck durch dieses Instrument und miteinander harmoniert das so wundervoll. Und da war dann natürlich der Dirigent, der das alles miteinander zusammengeführt hat. Alle haben auf ihn geschaut. Und da dachte ich so beim Zuschauen, dieses Bild, Stadtorchester, Musik, Generationen, der Dirigent, die Noten, das ist so voller Metapher. Ich könnte eine Woche darüber predigen jetzt, was das bedeutet für Gemeinde, was das bedeutet für die Nachfolge, für Leiterschaft und so. Aber ich habe gedacht, ich einige mich mal auf eine Sache, okay, für heute. Ich habe nämlich auch dann festgestellt, zum weiteren Nachdenken darüber, wie ist es denn so in unserer Gesellschaft mit den Generationen? Musizieren die auch miteinander? Und dann bin ich so ein bisschen nachdenklich geworden und dachte, nein, eigentlich ist es ja so, dass die Generationen heutzutage sehr viel für sich stehen. Da gibt es für jede Generation ein Programm, es gibt für jede Generation Werte, irgendeine Ethik, eine Sprache, eine Musik, Freizeitangebote, Lebenssituationen. Jede Generation steht so irgendwie für sich und unsere Gesellschaft, die ja eigentlich ein Volk ist, besteht aus lauter kleinen Völkchen, dachte ich so. Und dann habe ich so gedacht, das ist schade, weil wenn ich dieses Orchester vor Augen habe, was Generationen so miteinander erreichen können, was Generationen so miteinander auch darstellen können, wofür Generationen eigentlich auch stehen können und wie anziehend und wie attraktiv das ist, dachte ich bei mir, richtig schade, dass es für jede Generation eine eigene Kultur gibt. Da gibt es dann so die Hipster, wo keiner weiß, was das sein soll. Dann gibt es 55 plus, wo jeder sagt, da gehöre ich noch nicht dazu. Jeder steht so für sich irgendwie. Und dann habe ich auch natürlich über die Kirche nachgedacht, auch als Mann der Kirche. Natürlich denke ich über Gesellschaft und Kirche nach und denke mir, wie ist es denn in der Kirche? Da ist bestimmt anders. Da musizieren die Generationen miteinander, oder?
Und da hört sich's schön an, dachte ich so. Und dann fiel mir ein, dass ich das ein oder andere Erlebnis gemacht habe, was so ein bisschen vom Ideal abweicht. Ich bin viel in den Gemeinden rumgekommen in den letzten Jahren und habe sehr, sehr viel sehen dürfen, wirklich sehr viel sehen dürfen. Viele Gemeinden, Bewegungen, Denominationen. Und das ist so ein bisschen das Vorrecht, was man hat, wenn man so als Wanderprediger unterwegs ist und nur rein und rausschneit. Ja? Die Probleme bleiben da und du gehst ganz erfrischt weiter. Aber dann habe ich auch immer wieder gemerkt, wie Menschen mich adressiert haben mit ihren Fragen, mit ihren Nöten. Und da kam natürlich auch dann die etwas jüngere Generation zu mir, weil sie dachten, na, mit dem kann man ja mal reden. Und dann fingen sie an, nicht selten habe ich dann gehört, dass sie gesagt haben, ja, Mur, weißt du, die ältere Generation, diese besserwisserischen, launischen, mürrischen Bremser, die halten nur fest, wir kommen hier gar nicht richtig voran. Und wenn die nicht wären, dann wäre hier schon lange richtig, wird alles durch die Decke gehen. Und ich hörte mir das so an und dachte so, okay. Und dann kam die andere, eben diese Generation, auf mich zu und sagte, weißt du, Mo, diese jungen, hochnäsigen, besserwisserischen, jungen Generationen, die verkaufen und vermarkten die Kirche und machen nur noch Zirkus. Und wir, wo bleiben wir dabei? Und dann dachte ich so für einen Moment, oh, ist doch nicht anders hier. Jedes Generationchen, sein Völkchen, sein Grüppchen. Und dann habe ich so gedacht, was mache ich denn jetzt? Also da sind die und ich hänge irgendwie so mittendrin. Ich armer Kerl, was soll ich da jetzt sagen? Was soll ich da jetzt machen? Also da fehlt mir irgendwie das Verständnis und da die Weisheit. Was jetzt? Und dann habe ich auch so bei mir gedacht, ja, wer kümmert sich da jetzt eigentlich um mich? Ja. Gut, dass ich Wanderprediger bin, wieder raus, schnell. Habe ich auch so gedacht, so kleine Randnotiz, so, ne, so mit Anfang 40, bisschen drüber so. Das ist so dieses Alter, das nennt man Midlife-Crisis. Ja. Ist ganz schwierig zurzeit, so für mich. Ich sage immer, so eine zweite Pubertät. Ja. Irgendwann kommt man wieder raus. Aber ich habe auch gedacht, so, okay, da beschäftigen einen noch andere Sachen. Und das will ich dir nur mal sagen, alle die so ein bisschen in der Midlife-Crisis sind, das muss das umformulieren. Nenn es eine Midlife-Chance, okay? Nenn es eine Midlife-Chance. Hinterfrag dich nicht. Hinterfrag nicht deine Partnerschaft, hinterfrag nicht deine Berufssituation, deine Gemeinde, dein Glauben, dein gar nichts. Hinterfrag überhaupt nichts. Ich sage immer, kauf dir Laufschuhe und geh joggen. Und mit jedem Kilo, was du verlierst, sind weniger Probleme da. Arbeite kontrolliert die Krise runter. Zurück dazu. Was ich gemerkt habe, war, bei allem, naja, vielleicht, wo ich schmunzeln könnte oder vielleicht Vorbehalte habe oder vielleicht mich gar nicht so darauf einlassen wollte oder gedacht habe, naja, komm, jetzt übertreib mal nicht, habe ich aber eine Sache gemerkt und die hat mich gepackt auch. Ich habe gemerkt, dass ein Schmerz da ist. Sowohl in der Generation, die die Jüngeren sind, als auch die Generation, die die Älteren sind. Einen Schmerz. Einen Schmerz. Wie machen wir es denn jetzt? Worum geht es denn jetzt? Wie kommen wir denn vorwärts? Wie wird es sein mit uns? Was ist mit den Dingen, die war? Was wird werden? Und so weiter und so fort. Und ich dachte so für mich, könnte das auch vielleicht der Schmerz sein, den Gott über seine Gemeinde hat? Diesen Schmerz, den die Generationen spüren, könnte das auch ein Schmerz sein, den Gott hat über sein Volk, über seine Kirche, wenn er sie sieht, wenn er die Generationen sieht, könnte das derselbe Schmerz sein? Ist das vielleicht genau diesen Schmerz, den jede diese Generation merkt, nicht irgendein Frust, weil es nicht so läuft, wie sie es gerne hätte, könnte diese Generation auch wirklich nicht diesen Schmerz auch spüren oder auch die ältere Generation auch diesen Schmerz spüren? Ist das nicht das, was sie miteinander vereint? Und da dachte ich so bei mir, wie kommen wir zusammen? Und ich habe gemerkt, und das sage ich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, und ich nehme mich, ja, habe ich jetzt euch ja auch berichtet, sowohl zu der einen als auch zu der anderen Generation, ich habe gemerkt, was es braucht, ist Weisheit. Weisheit, aufeinander zuzugehen, Weisheit, miteinander umzugehen, Weisheit, einander zu verstehen, Weisheit, füreinander da sein zu wollen, Weisheit, einander stehen lassen zu können auch und zu versuchen und nachzudenken, wie sind wir eigentlich miteinander unterwegs. Und über diese Weisheit, weil meine Weisheit ja nicht ausreicht, habe ich natürlich in der Schrift geforscht und bin auf ein sehr, sehr gutes Wort gestoßen, was ich mit euch jetzt anschauen möchte. Und ich will euch einladen, dass wir miteinander in der Bibel lesen aus den Psalmen, aus dem Buch der Psalmen. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, einfach nur mal so die Mitte aufschlagen, schon seid ihr da. Kleiner Trick von mir. Psalm 78.
auch recht mittig. Da heißt es: Höre mein Volk, habt ein offenes Ohr für meine Worte und meine Weisung. Sprüche der Weisheit will ich vortragen. Ich will verkünden, was seit grauer Vorzeit verborgen war. Was wir gehört und erfahren haben, was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Für die Nachkommen Jakobs hat er Ordnungen erlassen, die seinen Willen bezeugen. Ja, für ganz Israel hat er Gesetze aufgestellt. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern weiterzugeben. Denn die ganze Nachwelt sollte gut Bescheid darüber wissen. Alle, die später geboren würden, sollten immer wieder bereit sein, es ihren Kindern zu erzählen. Auf keinen Fall sollten sie so werden wie ihre Vorfahren, die sich immer wieder voller Trotz gegen Gott auflehnten. Eine Generation, deren Herz Gott nie ganz gehörte und die ihm nie treu war. Soweit bis Vers 8. Dieser Psalm hat 72 Verse und ich werde auf die anderen Verse noch eingehen. Aber das, was ich hier erstmal feststellen möchte, ist, dass der Auftrag der Generation dahingehend besteht, dass sie sich in Kenntnis setzen darüber, wer Gott ist, was Gott kann und wie groß seine Taten in der Vergangenheit sind, damit man in der Zukunft sein Vertrauen auf Gott setzen kann. Das, so will ich das als allererstes festhalten, das ist Tradition per Definition, die Weitergabe von Identität und nicht das Festhalten an Formen. Tradition ist das Weitergeben von Identität, nicht das Festhalten an Formen. Das ist das, diese Weisheit, die uns dieser Psalm lehrt, die jede Generation lehrt. Und das ist nicht nur irgendwie ein paar Etiketten, die es zu bedienen gilt. Historisch und auch kontextuell war das so wichtig, dass das Volk Israel Kenntnis darüber hatte, von dem Auszug der Väter bis zu der Landeinnahme. Und warum war das wichtig? Warum mussten die Väter die Kinder daran erinnern? Der Punkt ist klar, damit sie sich ihrer Identität bewusst werden. Damit sie nicht vergessen, wer sie sind in Gott. Damit sie nicht vergessen, wer Gott überhaupt ist. Deshalb war es wichtig. Und so wie ich es gelesen habe, deshalb darf eine Generation, einer nachfolgenden Generation, das nicht vorenthalten. Sie darf es nicht tun. Das darf nicht sein, weil sonst sie ihre Identität vergisst. Deshalb steht die Generation in der Pflicht, es den Generationen der Söhne und Töchter zu sagen. Und diese dann, so lesen wir das wiederum, auch ihren Kindern, damit diese auch in der Lage sind, dass das immer so weitergehen kann. Denn ein Volk definiert sich über die Identität. Und das war so wichtig für das damalige Volk, auch Israel. Und was geschieht, wenn das nicht der Fall ist? Was passiert, wenn man seine Identität verliert? Was geschieht, wenn man seine Identität vergisst? Man macht irgendetwas, um Identität zu finden. Man ist irgendwie auf der Suche und macht irgendwelche Dinge, nur um das Lebensgefühl zu generieren, jetzt bin ich der oder diejenige. Jetzt gehöre ich hierhin oder dahin. Deswegen tut man Dinge, wenn man sie nicht weiß, was eigentlich meine Identität ist. Und das führt wohin? Ganz oft ins Drama. Und ich habe euch gesagt, dieser Psalm hat 72 Verse. Und die nächsten 58 Verse, haltet euch fest, die nächsten 58 Verse sind nur Drama. Nur Drama. Und nur ein schmerzhaftes Suchen nach Identität. Und ich habe gedacht, 58 Verse, geht schnell. Ich fasse das mal zusammen. 58 Verse Drama. Verweigerung, Verleumdung, Verrat, Lug und Betrug, Beleidigungen Gottes, Sünde, Untreue, Misstrauen, Auflehnung, Verlust, Tod. Meine Güte. Reicht es denn nicht? 58 Verse Drama. Warum? Weil die Identität vergessen wurde. Weil auf eine schmerzhafte Art und Weise Identität gesucht wurde. Und das will ich nicht verurteilen und sagen, meine Güte, was waren das alles für ungehorsame, schlechte Menschen und wie gut haben wir es jetzt hier? Jeder, der auf der Suche nach Identität ist, der geht durch schmerzhafte Prozesse. Jeder aber, der seine Identität kennt, der entwickelt sein Leben. Und das ist die
Verantwortung für Generationen. Dass sich Leben entwickeln kann, dass Leben entstehen kann und nicht, dass Generationen einander bekämpfen. Denn das ist das, was zu oft da ist. Der Kampf der Generationen. Nicht eine Symphonie des Friedens, sondern spiel mir das Lied vom Tod. Und warum? Weil die Leute festhalten. Halten fest an den Formen. Halten fest an den Formen. Und wer festhält, der kann niemandem die Hand geben. Wer festhält, der ballt die Fäuste. Und wie kann er einem die Hand reichen, wenn die Faust geballt ist? Wie willst du da jemandem helfen? Das ist keine Handreiche. Irgendwann tut der die Fäuste ballt, auch zuschlagen. Aber der loslässt, der kann die Hand reichen. Der kann das Gemeinsame suchen. Der kann das Gemeinsame suchen, damit Identität und Leben entsteht. Und dann ist die Form zweitrangig. Wisst ihr, wenn Leute sagen, hey, ich und die Crew, wir gehen in die Church, weil das das Style ist und wir von der Neißigkeit her soaken. Da guckt die Hälfte und sagt, was? Nehmt ihr Drogen? Und wenn die anderen sagen, wir weihen uns dem Lamme und versinken in der Gegenwart des Wortes. Und die anderen sagen, ja, ihr nehmt die Drogen. Was ist es denn? Soll ich euch was verraten? Versinken und soaken ist das Gleiche. Und die Neißigkeit, was auch immer das sein soll, das ist doch egal. Die Form ist doch egal. Am Ende steht doch das, was die Menschen erleben. Und dann fangen Gemeinden an zu überlegen, ja, wie kommen wir voran? Weil das bremst aus, oder nicht? Wenn Generationen gegeneinander gehen, wie kommt man voran? Wie wird man aus 100, 200, wie wird man aus 1000, 2000? Wenn die Generationen nicht kooperieren, dann bleibt man stehen, egal welche Größe du hast. Und das ist so wichtig, dass sie dann sagen, nein, wir wollen kooperieren, wir müssen kooperieren, was müssen wir machen? Und dann fangen die Gemeinden an zu überlegen, eine neue Vision. Ja, da hast du schon wieder die neuen Probleme. Neue Vision, ja, die einen da, die anderen da. Soll ich dir was sagen? Über eine Vision löst du die Probleme der Generation nicht. Ups. Die Vision steht in Matthäus 28. Gott kennenlernen. Freiheit erleben. Ihr dürft es ruhig vorlesen. Was? Bestimmung entdecken. Den Unterschied machen. Das ist die Vision, die uns die Bibel gibt. Jede Gemeinde braucht das. Und jede Generation muss zu dieser Vision Ja sagen. Jede Generation. Oder dann fangen sie an, sich zu streiten über Farben. Gelb oder blau. Was ist die Farbe des Herrn? Und dann kommen Offenbarungen darüber. Wow. Ich hoffe, der Herr hat uns die richtigen Farben offenbart. Dann kommen Diskussionen über hell oder dunkel, über laut oder leise. Ich zeige euch mal eine ganz spannende Diskussion. Patrick und Linda. Ich darf euch mal zu mir nach vorne bitten. Ich zeige euch mal die Diskussion schlechthin. Lobpreis. Linda, zeig uns den wahren Lobpreis. Merk die Ruhe, der Frieden. Wir versinken in der Neißigkeit. Spürt ihr das? Herrlich. Danke, Linda. Patrick, zeig uns mal den Lobpreis aus dem Herzen. Das ist der richtige Lobpreis. So wird's im Himmel sein. Okay. Ja, was machen wir da jetzt? Was machen wir da jetzt? Ist ja beides vom Herrn, oder? Wir versuchen es mal zusammen.
kriegt trotzdem einen Applaus. Okay, wenn ihr es mir bis hier nicht geglaubt habt, jetzt habt ihr es gespürt, dass das fürchterlich ist, wenn Generationen gegeneinander gehen. Wenn sie diese Totschlagargumente bringen und sagen, das ist aber vom Herrn, nein, das ist aber vom Herrn. Und dann versuchen wir es miteinander und was bei rauskommt, ist gruselig. Oder? Es tut mir leid, ich entschuldige mich in aller Form, dass ihr euch das jetzt anhören musstet. So, ne? Die beiden sind herausragende Musiker. Gebt ihr nochmal einen Applaus. Das ist unser Auftrag, dass wir sagen, wo kommen wir da jetzt zusammen? Denn es geht nicht um die Formen, sondern es geht, dass wir einander das Leben vermitteln, dass wir in unsere Identität hineinkommen. Da sind diese Dinge doch zweit-, dritt-, viert-, fünftrangig, oder nicht? Es geht darum, dass wir helfen, dass wir unsere Identität entwickeln und nicht, dass wir sie schmerzhaft suchen müssen. Und vor diesem Hintergrund möchte ich mit euch eine weitere Stelle lesen aus dem Neuen Testament von dem Apostel Paulus. Ihr dürft mit mir den Titusbrief aufschlagen. Und Titus stand in der Aufgabe, in der Verantwortung, dass er die Gemeinde genau dahin bringt, dass sie miteinander unterwegs sind. Das war die Aufgabe, unter anderem die Aufgabe von Titus gewesen. Und Paulus hat ihm da Hilfestellung gegeben, hat gesagt, ich lass dich wissen, wie das aussieht, dass die Generationen etwas miteinander zu tun haben müssen. Denn die Gemeinde ist Familie. Und in der Familie, da gibt es Generationen, die haben was miteinander zu tun. Und die Identität einer Familie definiert sich über das Miteinander der Generation. Aber das will gelernt sein. Das passiert nicht automatisch. Das will gelernt sein. Und deswegen gibt uns Paulus hier über Timotheus, auch für uns als Kirche, diese Hinweise. Er sagt ab Kapitel 2, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Liebe und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Heiligkeit spiegeln. Sie sollen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein, sich ihren Männern unterzuordnen. Denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selbst ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Sei du selbst ein Vorbild. Ein ganz kurzer Einschub, weil ich auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, wenn ich jetzt diese Bibelstelle vorlese mit Unterordnung, dass hier so der ein oder andere Schovi, der natürlich nicht hier ist, ja, denkt, Frau, ordne dich unter, sondern das, wovon hier die Rede ist, sind Männer, die in Verantwortung vor Gott leben. Das sind Männer, die sich ihrer Frau hingeben und nicht über ihre Frauen herrschen. Ein Referenzgedanke dazu ist im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 25, da heißt es, so wie Christus sich der Gemeinde hingegeben hat, gibt sich der Mann der Frau hin. Und wie hat sich Christus der Gemeinde hingegeben, Männer? Voll und ganz, bis in den Tod, um sie schön und heilig zu machen. Warum klatschen nur die Frauen? Paulus sagt zu Titus, bring deiner Gemeindefamilie bei, wie die Generationen miteinander umgehen sollen. Bring ihnen bei, dass es um Identität geht. Bring ihnen bei, dass sie das Leben entfalten, dass sie nicht schmerzhaft nach Identität suchen. Bring ihnen bei, ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild zu sein. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen nicht eine Generation von Verhinderern, sondern eine Generation von Vorbildern. Wir brauchen auch nicht eine Generation von Verrätern und Verbrechern, sondern von Vorreitern. Amen? Und nur so funktioniert die Gemeindefamilie. Vorbilder und Vorreiter. Und dann sind wir die Kirche Gottes. Vorbilder, die zeigen, dass das Leben das Entscheidende ist, worauf es ankommt. Ein Leben, das die Heiligkeit Gottes widerspiegelt, heißt es hier. Verantwortungsbewusst zu sein, ein Leben in Verantwortung vor Gott zu leben. Und das lernt man nicht aus Büchern,
Das lernt man nur von der Generation, die vor einem ist. Also darf keine der Generationen voreinander die Augen schließen und sagen, ist mir doch egal, was du machst oder ist mir doch egal, was du gemacht hast. Das geht nicht. Wir brauchen das einander, dass wir das Leben kennenlernen und dass wir das Leben leben können, dass wir es in Verantwortung vor Gott leben können und dass wir es glaubwürdig leben können. Und ich nehme mich da nicht raus. Ich rede nicht zu euch vom grünen Tisch, sondern für mich gab es auch Momente, wo ich die Generation vor mir aufgesucht habe. Und für mich waren auch Situationen da, die herausfordernd waren. Aber ich habe auch gesagt, ich lerne von Generationen. Manchmal muss ich lernen auch von Generationen, wie man es nicht macht. Das gehört auch dazu, aber dabei meine ich jetzt nicht eine besondere Generation. Ich lerne auch von einer jüngeren Generation, wie man es nicht macht. Und ich lerne auch von einer älteren Generation, wie man es nicht macht. Ich habe zum Beispiel früher oft gehört, als ich dann so feurig unterwegs gewesen bin und gesagt habe, vorne und hinten Jesus und wir müssen dieses und jenes und die Bibel und gefastet und gebetet und nur noch Gemeinde und hin und her, dass dann Leute zu mir gesagt haben, entspann dich, komm in den Frieden Gottes. Wenn du mal so lang glaubst wie ich, das relativiert sich alles. Und ich habe gesagt, niemals. Ich glaube nicht an einen relativen Gott, ich glaube an einen ultimativen Gott. Und jede Generation muss an diesen ultimativen Gott glauben. Ihr dürft mehr eskalieren an dieser Stelle. Ich glaube an einen Gott, der alles überragt, was ich jemals verstehen werde und was ich jemals erreichen werde. Ich will nicht, dass sich irgendwas in meinem Leben relativiert. Aber was musste ich feststellen? Wenn ich nicht darauf achte, dann kann ich ganz schnell ins gleiche Fahrwasser geraten. Ich war in einer Situation mit einem Studenten und da waren auch schon zwischen mir und den Studenten 15 Jahre Unterschied. Also fast eine Generation. Und da habe ich dann auch gemerkt und ich habe das im ersten Gottesdienst gesagt, ich sage das hier auch, niemand, den ihr kennt und der hier ist, ja, kommt einer der Studenten zu mir und so ein halbgarer Theologe, ja, so gerade mal 3 Bücher gelesen, entdeckt, es gibt mehr als Mickey Maus Sonderband. Und dann fängt er an zu reden. Und es blubbert und es sprudelt, exegetisch, theologisch, homiletisch, hermeneutisch. Und ich denke mir, okay, komm, ey, ich kenne das schon alles so. Und dann labert und dann tut sich diese Quelle der Weisheit vor mir auf. Ja? Und ich denke mir so, oh, werd erwachsen. Das relativiert sich noch. Und dann dachte ich so, oh nein, was hast du gerade gedacht? Ich war froh, ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nur gedacht. Ne? Und dann hörte ich ihm zu und er hörte gar nicht auf zu reden. Und ich dachte so bei mir, bevor der ordiniert wird, Jesus, musst du wiederkommen. Deswegen bin ich jetzt kein Lehrer mehr. Nein, war nur Spaß. Der Herr ruft und wir sind gehorsam. So, und dann war ich so beschäftigt mit dem, was er geredet hat. Ich war so beschäftigt mit dem Äußeren, mit den Formen hin und her. Und ich war drauf und dran, ihn so richtig an allen Stellen, immer bei jedem Halbsatz hätte ich reinkrätschen können. Und oh, ich gesagt, oh, egal, ich habe ihm zugehört. Ja. Die Gabe des Geistes blühte in mir auf. Geduld, Fried. Ich kenne nur die beiden, die anderen habe ich vergessen. So. Und dann fing ich an zu kramen. Während ich zuhörte, spielte sich in mir so ein ganz anderer Film ab. Ich fing an zu kramen und ließ und schob so die Formen zur Seite, sein Gerede zur Seite, seine vermeintlichen Erkenntnisse. Ich kämpfte mich durch bis zu einer Stelle, wo ich gedacht habe, da ist es. Und dann habe ich es gesehen. Die Flamme, die in ihm loderte. Das Feuer, was da war in ihm. Und ich habe mich ablenken lassen von diesem, was ich relativieren muss und was Lebenserfahrungen sind und bla bla bla. Alles weg. Und dann habe ich gesehen, das Feuer. Und dann habe ich gesehen, oh, das ist ja bei mir auch, das Feuer. Und da connecten wir mal. Und da ist das Feuer da und dann verbindet sich das Feuer miteinander von der einen Generation zur anderen Generation. Das ist der Auftrag der Generationen, dass sie einander das Feuer entdecken und einander das Feuer schüren, dass es brennt. Hell und lichterloh. Ja! Und ich habe das gesehen und habe gesagt, da ist sie, die Flamme. Und was ist mein Job? Ihm irgendwie zu erzählen, ach, das musst du so und so sehen, sondern Wind, Heiliger Geist, rein, Feuer nach oben, immer mehr. Und ich habe ihn angeguckt und gesagt, du wirst der beste Prediger, den es Deutschland jemals gesehen hat. Und er so, ja, weiß ich. Das war nur Spaß. Ja. Ich habe ihn ermutigt gesagt, er hat auch angefangen dran zu glauben, das ist mein Job als Generation, dass die Generation, die nach mir kommt, an das glaubt, wer sie ist und an das glaubt, was Gott kann. Dass sie daran glauben, das ist meine Aufgabe. Das war so gut.
Das Feuer entdecken, das ist die Aufgabe der Generation. Das Feuer und nicht die Form. Das Feuer und nicht die Form. Und ich bin so froh, dass ich in meinem Leben immer wieder Menschen adressieren konnte. Als ich das erste Pastorat in meinem Leben übernommen habe, habe ich gemerkt, jetzt wirst du gefordert, Moore. Jetzt erwarten Menschen etwas von dir. Jetzt bist du alleine hauptverantwortlich für Mitarbeiter, für Leiter, für Gemeinde, für Prozesse. Und ich habe gemerkt, dass das Leben an der Stelle etwas mit mir macht. Und dann habe ich gespürt, ich brauche Hilfe. Weil ich habe nach vorne geschaut und habe ein paar Sachen gesehen, aber konnte nicht alles sehen. Und dann, und ich will das an der Stelle etwas weiter ausführen, habe ich eine junge Frau kennengelernt in einer Mitarbeitersituation. Und wir haben in einem großen Mitarbeiterkreis gesprochen über eine Veranstaltung, was wir machen wollen und hin und her. Und ich fand ihre Beiträge enorm gut. Die hatten Tiefgang, ihre Sicht über Gemeinde, über Sicht über Nachfolge und Glauben und die Bibel und die Gesellschaft. Und ich habe mir gedacht, und deswegen erzähle ich das, wie müssen wohl die Eltern von dieser jungen Frau sein? Und ich dachte mir, diese Eltern, das müssen Engel sein. Und dann habe ich nach der Sitzung mit ihr kurz gesprochen, habe gesagt, du, ich fand das total super. Ja, ich habe das Feuer wieder gesehen in ihr. Habe sie ermutigt, habe gesagt, finde ich total stark und so. Und erzähl mir ein bisschen was über deine Eltern. Und dann sagte sie zu mir, ja, mein Papa ist Pastor. Und dann dachte ich so bei mir, Jackpot, den krallst du dir. Ich habe sowas noch nie gemacht in meinem ganzen Leben. Ich habe gefragt, darf ich deinen Papa mal kennenlernen? Und er so, na klar, darfst du ihn. Telefonnummer gegeben, ich habe angerufen, ich habe gesagt, ich habe ihre Tochter kennengelernt. Und was die Väter dann denken, sage ich nicht. Leichte Irritation, die ich dann auflösen konnte sofort. Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor, ich fange jetzt neu in der Hauptverantwortung an. Ich habe deine Tochter kennengelernt und ich will einfach sagen, das hat mich total beeindruckt. Und ich glaube einfach, dass du ein besonderer Mensch bist. Ich wollte nur wissen, kannst du dir vorstellen, dass ich dich mal kennenlernen kann? Und ich sage euch, ich habe das noch nie gemacht, sowas. Und er sagte zu mir, ja, mach das. Du kannst kommen, du kannst mit mir reden. Weil ich gesagt habe, ich möchte mich gerne austauschen. Austauschen über die Dinge, die ein Pastor tut. Oder die er machen muss oder nicht machen muss oder was weiß ich. Hilf mir. Er sagt, ja, besuch mich. Und ich bin regelmäßig immer eine Autostunde gefahren. Immer eine Autostunde. Und nicht gewhatsappt oder FaceTime gemacht. Ich war da. Ich bin hin. Und bin ihm begegnet, der Generation, die vor mir da ist. Und dann habe ich gesagt, erzähl mal. Und ich möchte ganz bewusst den Namen nennen, weil ich ihn damit ehren möchte, auch weil er mir wirklich sehr geholfen hat. Ich spreche von Pastor Karl Oppermann. Ein Mann Gottes, ein Apostel. Und ihr kennt seinen Sohn auch, Markus Oppermann. Pastor in Baden-Baden, wundervolle Gemeinde. Wenn ihr da Urlaub macht, bitte dahin gehen. Und dann saß er da auf der Terrasse ganz oft und hat auch gekocht für mich. Er ist auch ein hervorragender Koch. Gute Leiter sind gute Köche. Haben wir schön Fisch gegessen, tollen Lachs, habe ich so noch nie gegessen. War großartig. Mein Herz geöffnet. Hat mich auch entspannt. Weil ich bin immer sehr angespannt hingekommen, weil mich so viel beschäftigt hat. Und dann habe ich das alles erstmal abgeladen und dagelassen. Und ich weiß ganz oft, wie er dann da saß. So hörte sich das an und lächelte. Und ich erzählte, ein Schwall was mich alles beschäftigt hat. Und wie ungerecht alles immer war. Ja? Ich armer Pastor, und die blöden Schäfchen. Nein. Und er saß immer so da und lächelte. Er lächelte einfach. Und ich dachte so, sagst du auch mal irgendwas? Er lächelte. Und dann begann er fast jeden Satz mit, weißt du, Moore? Und das war genau der Satz, den ich hören musste. Ich gesagt habe, das ist es doch. Ich weiß es eben nicht. Sag es mir. Lass es mich wissen. Und er hat mir Einblick gewährt in seine Erfahrung. Er hat immer gesagt, weißt du, Moore? Und dann, danach wusste ich es, ja. Danach konnte ich sagen, ja. Weil wenn ich nach vorne geschaut habe, oder wenn man in die Zukunft schauen will, man sieht immer nur so viel. Wie weit kannst du denn nach vorne schauen? Der Blick nach vorne ist sehr beschränkt. Aber der Blick nach hinten, der ist sehr weit. Und der Blick nach hinten, das glaube ich, der eröffnet dir Horizonte für den Blick nach vorne.
Und ich in meinem Lebensalter konnte zu dem damaligen Zeitpunkt auch nicht so weit nach hinten schauen, aber in dem Moment, wo ich an die Seite von Pastor Karl Oppermann bin, weitete sich mein Blick. Weitete sich mein Blick. Stärkte es meine Identität. Und er hat immer wieder zu mir gesagt, Mur, schau mal da rein. Guck mal hier und guck mal dort. Und ich bin durchgekommen und habe gesagt, was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk, bei ihm zu sein, von ihm zu hören, ihn lächeln zu sehen. Und das ist, glaube ich, das, was ich so für mich am meisten noch beibehalten habe. Dann so über manche Dinge, die dann kommen, sehe ich mich lächeln. Denke mir, ach, weißt du, Mur, sage ich mir dann selber. Und kann lernen. Das ist der Auftrag der Generation. Und ich habe die Generation aufgesucht und die Generation hat mir gedient. Und das ist der Punkt, den wir brauchen, wenn wir sagen, wir sind als Gemeinde diese Generation, die miteinander zu tun haben. Wir sind nicht eine Generation, die, wie es leider so oft ist, dadurch definiert wird, dass es Völkchen im Volk gibt. Sondern eine Generation, die sagt, wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer in meinem Gegenüber? Und nicht festhält an der Form und die Fäuste ballt, sondern die Hände öffnet und sagt, wo ist die Form? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich in deiner Identität bestärken? Wie kann ich dir helfen, dass sich das entfaltet, was Gott in dich hineingelegt hat? Denn ich kann dir sagen, Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann dir sagen, ich habe erlebt, was Gott alles kann. Da gehen dir Augen und Ohren über. Ich möchte, dass du das entwickelst. Und dann kommt dieses Feuer zurück. Dann kommt dieses Feuer auch zu denen zurück, die gegeben haben. Und niemand bremst und niemand verhindert, niemand verrät, niemand verkauft, sondern sie fördern, sie feiern sich und sie setzen einander frei. Ich bin sehr offen mit euch heute und sage auch, ich habe sehr gerungen auch mit dieser Botschaft. Nicht, weil ich Angst hätte zu predigen, aber ich habe gerungen, so, und das passiert mir selten und ich will damit nicht kokettieren und niemand soll denken, was ist das für ein Heiliger. Aber ich bin heute Nacht aufgewacht, ich weiß genau, es war 2.45 Uhr und ich bin erst um 4 Uhr wieder eingeschlafen und ich habe diese Zeit darüber verwendet, über diese Predigt zu beten und zu beten und es war gut. Danach konnte ich wieder schlafen, war alles gut, ich bin erholt. Aber es war für mich außergewöhnlich, ich habe gerungen mit dieser Predigt, habe gesagt, Gott, wie geht es jetzt weiter mit dieser Predigt? Was wird bleiben, was wird sein? Gott, wirst du die Herzen erreichen? Wirst du mein Herz neu entfachen? Wird es deinem Wort gelingen? Und Gott hat zu mir gesagt, Mur, sag Folgendes. Und ich sage das nicht so, als dass es unantastbar wäre, sondern das, was ich in dem Moment empfunden habe. Zur jungen Generation, habe das auch im ersten Gottesdienst so gesagt und sage das auch hier, weil wir eine Gemeinde sind miteinander, egal welchen Gottesdienst du besuchst, wir sind eine Gemeinde. Die junge Generation, wenn ihr euer Erbe nicht ehrt, dann werdet ihr keine Erweckung sehen. Ehrt euer Erbe. Und die vorige Generation, anerkennt eure Kinder, sonst verlieren sie ihre Identität und ihr eure. Anerkennt eure Kinder, schenkt ihnen Anerkennung. Gebt ihnen Identität. Und ihr ehrt euer Erbe. Und eine Generation, die ehrt und die anerkennt einander, ist eine Generation, die das Volk Gottes repräsentiert. Ist eine Kirche, die unwiderstehlich ist in dieser Gesellschaft. Und was die große Aufgabe für dich und für mich ist, dass wir einander fördern, freisetzen und feiern. Und ein Bild will ich zum Schluss geben und sagen, das darf nicht mehr sein. Das Reden im Verborgenen. Diese Sätze, die anfangen mit, hast du schon gehört? Oder wie findest du? Sätze, die anfangen mit, denkst du nicht auch? Wir sollten mal wieder. Oder was soll denn das schon wieder? Oder. Wisst ihr, wie das ist? Das ist, als würdet ihr Giftmüll im Meer versenken. Und irgendwann rostet das. Irgendwann. Du weißt nicht wann. Und dann verpestet es die Umwelt. Und kein Leben ist mehr möglich.
Diese Rede im Verborgenen, das sind wie Giftmüllfässer, die ins Wasser geschmissen werden. Und ich möchte nicht, das will ich so sagen dürfen, dass das der Fall ist. Ich möchte jetzt mit euch beten und euch sagen, ihr seid eine Generation, die Feuer haben und die nicht an Formen festhält. Ihr seid eine Generation, die fördert und die freisetzt und die feiert. Ihr seid eine Generation von Vorbildern und von Vorreitern. Ihr seid eine Generation, die Verantwortung übernimmt füreinander, damit Identität entsteht und Identität gelebt werden kann. Das seid ihr. Und ich möchte jetzt mit euch beten, dass ihr in diesem kurzen Gebet, was wir miteinander haben, dass ihr auf Tauchstation geht und diese Giftmüllfässer wieder rausholt, die ihr möglicherweise irgendwo, irgendwann mal habt fallen lassen. Rausholt, an die Oberfläche, vor das Kreuz bringen und sagen, Gott, erledige du das für mich. Und mein Herz wird in Zukunft das Herz eines Förderers sein. Ob ich zu den Jüngeren oder zu den Älteren gehöre. Lasst uns so beten miteinander. Lass uns wirklich einen Augenblick noch stille werden und dass du sagst, da ist mein Fass, was ich versenkt habe. Oder vielleicht steht dieses Fass auch gerade irgendwie an der Reling und du bist dabei, es hineinzuschubsen, dass du es wieder zurücknimmst. Dass dein Herz dir ganz gehört. Dass es Gott ganz gehört. Und hier soll sich der Kreis schließen, was wir aus dem Psalmwort gelesen haben. Dass wir eine Generation sind, die von ganzem Herzen auf Gott vertraut und die ihm treu ist. Hier soll sich der Kreis schließen. Lass uns so in dieser Anbetungshaltung und in diesen Gebetshaltung bleiben. Und wir sind auch eine Gemeinde, in der jeder, der hier ist, eine Beziehung zu Gott aufbauen kann. Gott ist ein Gott der Generationen und er ist ein persönlicher Gott. Während wir miteinander beten, und ich möchte darum bitten, dass jeder auch die Augen geschlossen hält, möchte ich ein Gebet sprechen, das wir alle miteinander beten können. Es ist ein Gebet, was dich mit Gott in Verbindung bringt, was der erste Schritt dahin ist, dass du sagst, Gott, ich möchte mit dir leben. Es ist sehr schlicht und es ist sehr einfach. Und es hat nicht viel Theologie, aber viel Herz. Lass uns alle miteinander beten so. Ich bete es vor. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Sehr schlicht, aber sehr kraftvoll. Und ich möchte, während wir weiterbeten, noch fragen, ob es jemand gibt, der sagt, das habe ich zum ersten Mal jetzt gebetet. Dann möchte ich noch für dich beten und dich noch einmal segnen. Darf ich kurz fragen, du darfst deine Hand ganz kurz heben und sagen, das habe ich jetzt zum ersten Mal gebetet. Alle anderen, ja, okay. Einfach nur einen Augenblick oben lassen. Danke. Da oben noch, ja. Ich will jetzt noch ein Gebet sprechen und lade auch dazu ein, dass wir das wieder miteinander sprechen. Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin, gebe dir mein Leben und bitte um Vergebung. Hilf mir, für dich, mit dir, aus dir herauszuleben. Danke, dass du mich annimmst, dass ich in Ewigkeit dein Kind bin. Dass du mir vergibst, dass ich zu dir gehören darf, jetzt und in alle Ewigkeit.